Ich hatte es bereits angesprochen, ein Lächeln möchten wir heute in Ihre Gesichter zaubern. Ein Lächeln in Gesichter von Kindern wurde bereits gezaubert, denn es wurden Tierpatenschaften übernommen. Wer diese übernommen hat und warum denn genau die Kinder, die vor Ort waren, dann ein Lächeln im Gesicht hatten, das sehen Sie jetzt. Für mehrere Kleintiere aus dem Heimattiergarten Biererberg wurden jetzt neue Paten gefunden. Für insgesamt 10 Tiere hat sich der Hort Lerchennest der Lebenshilfe Bördeland G GmbH entschieden. Darunter ein Wellensittich, ein Zwergkaninchen, mehrere Chinchillas und Meerschweinchen sowie ein Streifenhörnchen und eine mongolische Rennmaus. Wir finden die Rennmaus niedlich, weil sie klein wie wir sind und weil sie ein schönes Fell hat. Birgit Zellmer und Konstanze Polan vom Sachgebiet Kultur und Sport übergaben den Schülern und Erziehern vergangene Woche die Urkunden. Darunter war auch die 200. Patenschaft. Als Dankeschön erhielten die Kinder von einem wenige Tage alten Meerschweinchen ein Küsschen auf die Wange. Die insgesamt 300 Euro für die Pflege und Fütterung der ausgewählten Tiere hat der Hort während eines Kuchenbazars gesammelt. Also die Tierpatenschaft ist aufgrund eines Projektes entstanden, das wir im Hort aufgegriffen haben. Und die Kinder hatten eben dadurch das Bedürfnis, hier den Tieren auf dem Biererberg zu helfen. Die Tierpatenschaften über Chinchilla, Rennmaus und Co. wurden auf insgesamt 4 Klassen aufgeteilt. Und eines steht bereits jetzt schon fest, auch im kommenden Jahr wollen die Kinder gerne wieder Pate werden.